Mendoza am Camino Francés zwischen Belorado und San Juan de Ortega gelegen, ist mittlerweile die Heimat von Sabine und Ulrich Schnepf. Vor Jahren haben sie Deutschland hinter sich gelassen, um am Camino eine Herberge zu eröffnen. Was zunächst in Ambas Mestas begann, endete hier unmittelbar vor den bekannten Ocas. Las Almas nannten sie ihre Herberge, die mit viel Liebe renoviert und eingerichtet wurde, damit sich die ankommenden Pilger so richtig wohlfühlen. Zunächst interessiert mich natürlich, wie geht es euch in Espinosa? Ja, also in Espinosa geht es uns sehr gut. Also wir fühlen uns hier wohl, wir sind hier aufgenommen worden und Gesundheit hat Covid uns auf jeden Fall geschont. Wie ist es generell bei euch dort? Die Lage eher angespannt, was das betrifft, oder etwas doch auch lockerer? Die schlimmste Lage ist vorbei. Also die dritte Welle hat ja Spanien schon hinter sich und ist da gerade so ein bisschen in der vierten Welle drin. Aber die dritte Welle, vor allem hier in der Region Burgos, war also sehr, sehr übel. Also die Stadt war komplett abgeriegelt. Die hatte im Vergleich jetzt Deutschland halt, glaube ich, eine Inzidenz von 140 oder so etwas. Und in Spitzenzeiten, in der dritten Welle, hatte Burgos eine Inzidenz von 1800. Das heißt also, das war also hier wirklich ganz, ganz übel. Aber jetzt sind wir wirklich also bessere Werte als sogar in Deutschland haben wir jetzt. Wir sind jetzt auch so in der Phase jetzt drin, Nivel 2 nennt sich das, sodass wir uns in der autonomen Gemeinschaft, das heißt also komplett Kastilien und wieder frei bewegen dürfen. Die Hotels dürfen wieder aufmachen, die dürfen auch wieder Gäste servieren, halt mit einer Beschränkung an Kapazität. Es ist ein bisschen normales Leben wieder eingekehrt. Aber die Leute hier, die sind schon sehr, sehr niedergeschlagen. Weil vor allem jetzt war das zweite Ostern, wo man sich nicht treffen konnte. Weil es war hier verboten, dass sich die treffen dürfen. Ja, bei den Werten ist das kein Wunder. Also mich freut es auf alle Fälle, dass es euch gut geht und dass sich die Lage wieder normalisiert, so einigermaßen, zumindest langsam bei euch. Hier bei uns auf dem Land, im Ort Espinosa, merkt man eigentlich oder hat man eigentlich sehr wenig davon gemerkt. Bloß mit der Dauer der Zeit sind halt die Leute schon etwas angespannter geworden. Aber ansonsten war hier das Leben eigentlich, die ständig hier sind, die waren auch hier und man ist ganz normal miteinander umgegangen und da hat man eigentlich von Covid nicht viel gemerkt. Hatten drei Vorteil vom kleinen Dorf, ja richtig, und auf dem Land. Wir hatten drei Fälle von Covid im Dorf, aber ansonsten hat man eigentlich nicht viel gemerkt. Erstmal eine Frage, Ulrich, du bist ja schon ein erfahrener Jakobswegpilger. Ja? Irgendwann war ja der allererste Weg für dich, der allererste Jakobsweg. Wann warst du denn das erste Mal unterwegs? Also meinen ersten Camino bin ich ja im Mai 2012 gestartet. Und da habe ich klassischer Camino gemacht, von Anfang an bis zum Ende. Da war ich 5 Wochen unterwegs, also von Sao Jorge de Port nach Santiago und dann bin ich noch weiter bis Fisterra. Und das war allerdings nicht mein einziger Camino. Dann kam 2013 nochmal der Camino Frances, dann ab León bis Murcia und 2014, da sind wir gemeinsam einen Weg gelaufen, allerdings in England, Wales. Der Weg nennt sich Offa's Bike Pass und das ist ein Weg, der geht entlang der englisch-walisischen Grenze. Und dann waren wir also auch 2 Wochen nur mit dem Rucksack unterwegs. Wow. Dann 2015 bin ich im Januar mal 10 Tage auf der Via Plata unterwegs gewesen. 2016 war eine kleine Pause. Da bin ich einmal nur ein paar Tage zurückgelaufen von Ambas Mestas nach
Astorga. Und dann 2017 war der Camino Inglés und mein letzter Camino war der Primitivo, das im Oktober 2018. Also da kann man schon sagen, dass du erfahrener Pilger bist. Du bist schon sehr viel unterwegs gewesen. Und ja? Hab schon ein paar Herbergen gesehen, ja. Jetzt ist es so, ja, war der in Deutschland, und aber wie kam dann langsam diese Idee von euch beiden zu sagen, ihr lasst Deutschland hinter euch und ihr wollt in Spanien einen Neuanfang wagen, dann möglichst mit einer Herberge? Tja, die Entscheidung, nach Spanien zu gehen, ist nicht auf meinen Caminos gefallen. Also die haben sie beeinflusst, weil dort habe ich einfach kennengelernt, dass das Leben auch anders sein kann. Also nicht nur zum Arbeiten zu gehen, des Geldes willen oder dass man einfach jeden Monat immer mehr hat, sondern einfach, da war ich sehr zufrieden, da habe ich gemerkt, die einfachen Dinge können eigentlich auch glücklich machen. Und ich habe gelernt, mit einfachen Dingen wieder zu leben eigentlich. Man hat sich sogar mal über heißes Wasser von der Dusche gefreut. Sachen, die eigentlich normal im Leben völlig selbstverständlich sind, hat man hier wieder zu schätzen. Und ja. Die Entscheidung, das Leben in Deutschland aufzugeben oder etwas zu ändern, ist eigentlich so im Jahr 2014 gewesen. Ich war mit meiner Arbeit nicht mehr zufrieden. Ich habe sie sehr gerne gemacht. Aber sie hat mich einfach nicht mehr ausgefüllt und wir beide, auch bei der Sabine war es dasselbe. Weil wenn man am Montag schon ans nächste Wochenende denkt, dann wird es Zeit, dass man dann irgendetwas ändert. Weil man freut sich dann nicht mehr so auf die Woche zum Arbeiten zu gehen, weil es gehört einfach dazu. Weil hier, das ist auch Arbeit, wenn wir wieder Herbergsbetrieb haben, das ist ja genauso Arbeit, aber was anderes. Ja. Und wie gesagt, ich war einfach nicht mehr zufrieden. Ich habe gemerkt, ich muss noch mal was ändern am Leben. Und so ist der Gedanke zuerst mal bei mir gewachsen eigentlich. Und im Januar 2015 habe ich dann die Sabine gefragt, was sie davon hält, wenn wir nach Spanien gehen, um da eine Herberge zu führen. Ich habe natürlich erst mal schon mit Widerstand gerechnet, aber sie hat spontan Ja gesagt. Ja. Das und, nennt man wahre Liebe. Und dann ging es relativ schnell eigentlich, weil wir haben ja ein Haus gehabt im Allgäu, das musste verkauft werden und das hat sich eigentlich alles so richtig so gut entwickelt, als ob genau der richtige Zeitpunkt dann da war. Darf ich mal fragen, wie hat das Umfeld zu Hause auf diesen Entschluss reagiert? Die Familie, die Freunde? Genau, weil die Kinder, die haben gesagt, ihr seid alt genug und ihr seid noch jung genug, um sowas zu machen. Super. Das ist eine tolle Aussage. Ihr seid alt genug und jung genug. Finde ich stark. Für uns war es einfach wichtig, dass die Kinder hinter uns stehen. Ja. Weil das ist unsere Familie, unsere Kinder und wir sind froh und teilweise haben wir dadurch, oder seit wir in Spanien sind, haben wir zum Teil mehr Kontakt zu den Kindern, als es vorher der Fall war. Weil die haben ja auch ihre eigenen Familien und wie es dann halt so ist, man trifft sich an Ostern oder an Geburtstage, Weihnachten, diese Feiertage eben und so das ganze Jahr über ist eigentlich kein Kontakt oder immer irgendwo so ein bisschen Funkstille. Und das hat sich hier eigentlich geändert. Ja, man hat gleich eine Gruppe für die Familie eingerichtet, so dass wenn irgendwo was ist, was Interessantes wieder passiert, dann sind wir jetzt eigentlich immer im Kontakt. Oder wenn wir was Neues wieder haben, haben wir immer den Kontakt zu uns. Und wir haben hier eigentlich jetzt mehr Kontakt. Im Zeitalter des Internets ist das ja heute kein Problem mehr. Wir sprechen jetzt auch. Das ist ein Vorteil. Genau. Was waren für euch die größten Herausforderungen, das Ganze zu stemmen? Dort wirklich ein passendes Haus zu finden, das für eure Bedürfnisse, für euch persönlich, für die Unterkunft und so weiter. Was waren für euch die größten Herausforderungen? Die größte Herausforderung war eigentlich zuerst einmal der Zeitfaktor. Weil wir haben natürlich auch nur begrenzte Mittel gehabt.
Wir konnten natürlich jetzt nicht ewig lang suchen und das Passende finden. Dann, wie gesagt, begrenzte Mittel, die wir hatten. Dann die meisten, wenn was angeboten wird, zum Beispiel in Herbergen oder sagen wenn Gastronomiebetriebe angeboten wurden, die waren sehr, sehr teuer. Also das war für uns dann nicht mehr bezahlbar. Und dann haben wir auch natürlich Privathäuser und solche Sachen angeschaut, die wir zu einer Herberge umbauen könnten oder wollten. Und da war auch nichts dabei. Wir hatten ein Objekt am Camino Norte. Und das wäre der optimale Platz gewesen. Wäre auch für heute noch, muss ich sagen, wäre der optimale Platz. Mhm. Allerdings, da hat es einfach nicht funktioniert, weil die wollten einfach zu viel Geld für das Haus haben. Und das waren wir halt nicht bereit zu bezahlen. Also wie gesagt, der Zeitfaktor war die größte Herausforderung. Das, wie gesagt, halt das liebe Geld. Und das andere war natürlich diese Unsicherheit, weil wir haben ja gar nicht gewusst, wir fangen ja ganz was Neues an und was wird dann daraus? Mhm. Und da kam natürlich das Glück mit Ambas Mestas dazu. Ambas Mestas, muss ich dazu sagen, Ambas Mestas haben wir relativ früh schon nach unserer Entscheidung nach Spanien zu gehen gefunden. Das war eigentlich schon im März 2015. Und dass wir da auch nach Spanien geflogen haben und das Ganze angeschaut. Und da kam es allerdings dann noch nicht zustande. Wir haben unsere Vorstellungen gehabt und auch der Eigentümer oder der, wo es vorher betrieben hat, hat seine Vorstellungen gehabt und das hat da noch nicht funktioniert. Und wie gesagt, dann sind wir ja im November 2015 sind wir nach Ribadeo gezogen und haben von da aus gesucht. Und dann im Februar 2016 hat der Eigentümer Ambas Mestas die Herberge wieder angeboten. Und dann habe ich natürlich gleich wieder hingeschrieben und da habe ich im Gespräch und auch vom Schreiben her schon gemerkt, jetzt mag er die Herberge loshaben. Und da hatten wir natürlich, dann sind wir wieder hingefahren. Das war natürlich das Schöne, jetzt konnte man hinfahren, nicht mehr fliegen. Haben uns das Ganze nochmal angeschaut und hatten tatsächlich auch das Glück, dass wir einen Vertrag machen konnten, sodass wir nicht kaufen mussten, sondern wir konnten einen Mietvertrag machen über 4 Jahre mit Kaufoptionen. War für uns natürlich eine Sicherheit da, sollte es nicht klappen, weil nach 2 Jahren hätte ja sein können, nee, Hospitalero oder Herbergseltern zu sein, ist doch nicht das Richtige für uns. Und hätten wir was gekauft, so hätten wir ein Haus in Spanien gehabt und wären vielleicht wieder zurück nach Deutschland gegangen. Mhm. Und so haben wir einen Mietvertrag, der halt begrenzt war, mit einer Kaufoption. Aber das war für den Anfang, war das eigentlich schon mal das Gute. Aber wie gesagt, größte Herausforderung war einfach nur dieser Zeitfaktor und natürlich, was kostet es erstmal? Und ihr seid dann noch eine. Ja? Ja, noch eine große Herausforderung war eben, dass wir beide kein oder kaum Spanisch sprachen. Hm. Wow, das heißt aber heute sprecht ihr dann sehr gut Spanisch. Nein, sehr gut nicht, aber also wir können uns jetzt verständigen, ja. Aber ich habe zum Beispiel auf meinen Caminos die Erfahrung gemacht, dass die Spanier da sehr locker mit dem umgegangen sind. Also ich spreche auch kein Spanisch und ich denke jetzt da damals auch ans Filmen und so weiter. Man konnte sich sofort mit ihnen mit Händen und Füßen absprechen, sehr unkompliziert. Also das ist schon ein gewisser Vorteil. Die Spanier sind jetzt ein bisschen lockerer, denke ich. Gell? Ihr seid jetzt dann doch in Espinosa gelandet und es ist kein schlechter Ort, um nochmal dort Station zu machen, wenn man ankommt, um nochmal Kraft zu schöpfen, kurz bevor man sich auf die Ockers einlässt, da rauf und runter. Also ihr habt den Ort recht gut gewählt, denke ich. Ja, da hast du recht, das stimmt auch tatsächlich. Ich kann mich noch gut an meinen ersten Camino erinnern und ich habe in Villafranca Montes de Oca übernachtet. Mhm.
Und ich hatte den Fehler gemacht, da erstmal ein gutes Frühstück zu mir zu nehmen und dann diesen Hügel hochzulaufen. Ja. Das Frühstück hat mir da schon sehr, sehr zu schaffen gemacht. Ich habe mir damals ehrlich immer gedacht, beim ersten Mal 2011 war das, warum kann man da sich nicht einen anderen Weg aussuchen? Immer kaum war man oben, musste man wieder runter, man hat gesehen, dass drüben schon wieder hochgeht. Ne? Das war so, hat einen auch mental durchaus gefordert. Aber du meinst jetzt diese Stelle mit dem Denkmal, Ja, genau. ist aber so, wenn man den Weg anders herum geht, ja, ist es viel schwieriger. Wie, ach so, du meinst zurück, oder wie? Wie Zurück ist es anders? viel schwieriger, ist viel höher, ist viel schwieriger, weil ich bin da jetzt schon ein paar Mal so hin und her gelaufen. Und also in richtiger Camino-Richtung ist der Hügel einfacher zu laufen, als wenn man zurückläuft. Na, immerhin zurück will ich ihn ja nicht laufen. Ja, ich bin ja schon ein paar Mal zurückgelaufen. Ja, also das ist auf alle Fälle ein wunderbarer Ort, habt ihr gut gemacht. Wie ist es jetzt dort? Ich meine, ihr habt eigentlich genau dann begonnen, oder als dann Corona kam, ja? Also ihr wolltet durchstarten, ihr habt alles vorbereitet und dann kam Corona. Wie erging es euch da jetzt in dem letzten Jahr? War da, ich habe ja vorher schon zu Beginn erzählt, Burgos hat komplett dicht gemacht. Waren überhaupt Pilger unterwegs? Durften Pilger unterwegs sein? Musstet ihr komplett schließen? Also, wir haben in Basmest, also wir haben ja also das Haus hier haben wir ja in 2019 ja schon gekauft. Ja. Das heißt also, wir wussten ja, 2020 läuft unser Vertrag zu Ende in Ambasmestas. Und wir wollten natürlich nicht warten, bis dieser Tag X dann kommt, sondern wir haben dann in 2019 ja schon angefangen und hatten wirklich das Glück auch 2019 dann einen Platz hier zu finden. Und dann der Plan war dann eigentlich, dass ich dann eigentlich hier in Espinosa so ein bisschen mit dem Umbau dann anfange und dass dann auch Ambasmestas noch weiter betrieben wird. Und der Betrieb in Ambasmestas hätte dann noch bis Mai 2020 sein sollen, weil der Mai ist für uns in Ambasmestas immer der beste Monat gewesen. Allerdings war es dann so, dann kam Corona und dann war es von Amts wegen, ab 14. März musste in Spanien alles schließen. Da war also komplett alles geschlossen. Das heißt also, die Herbergen Ambasmestas mussten wir zwangsschließen. Und von da ab waren auch keine Pilger mehr unterwegs. Da war dann null. Also die Dörfer waren ausgestorben. Da war also wirklich nichts mehr. Und im Großen und Ganzen hat sich so diese Situation mit keine oder nur sehr wenig Pilger eigentlich fast bis heute gehalten. Eine Ausnahme war dann letztes Jahr im Sommer, wo dann der erste Alarmzustand aufgehoben wurde, wo dann auch Spanien urplötzlich und zu schnell geöffnet wurde. Dann waren wieder ein paar Pilger unterwegs, aber es war nicht viel. Es war nicht viel los. Kein Vergleich, was denn sonst eigentlich auf dem Weg ist. Und seit Oktober kann man jetzt sagen, Oktober, ja, November, seitdem der Alarmzustand, der ja jetzt bis zum 9. Mai geht, ausgesprochen wurde, sind eigentlich fast keine Pilger mehr unterwegs. Also wir haben keine 10 Pilger in diesen Monaten gesehen. Das heißt, es sind auch die Spanier selbst kaum unterwegs. Die Nein. dürften ja auch nicht raus. Dürfen ja auch nicht raus. Die dürften ja erst recht nicht raus. Ja. Und da ist sehr stark, streng auch kontrolliert worden. Bei uns fährt also jeden Tag oder fuhr zu der Zeit jeden Tag die Garda Civil durch den Ort und hat kontrolliert. Aha. Und entlang dem Camino. Also. Gab es da dann also so Kilometerbeschränkungen oder wirklich ganz heftig, die dürften auch das Haus komplett gar nicht mehr verlassen, oder? Nein, das haben wir zum Glück. Also als wir den ersten Lockdown, also den ersten Alarmzustand haben, waren wir eingesperrt, waren wir tatsächlich eingesperrt. Das heißt also, man durfte das Haus nicht verlassen. In Ambasmestas hatten wir natürlich das Glück, ein kleines Dorf. Klar konnten wir rausgehen, wir konnten uns draußen bewegen. Allerdings für die Menschen, die in der Stadt gewohnt haben, die durften nicht aus ihrer Wohnung heraus. Einkaufen war damals nur
der direkte Weg erlaubt. Das heißt also, wenn ich was Lebensmittel einkaufen musste, dann musste ich schauen, welches ist der nächste Einkaufsladen, und dort musste ich hin. Ich durfte nicht weitergehen damals. Mhm. Ich weiß, wo wir in Ambasmestas waren, hätte ich normalerweise in Vega de Valcarce immer einkaufen müssen, weil das war der nächste Weg. Allerdings, da wollte ich einfach nicht, und ich bin jedes Mal immer das Risiko eingegangen und bin nach Via Franca de Bierzo gefahren. Und da hätte mich die Guardia Civil damals nicht erwischen dürfen. Mhm. Und da waren sie in Spanien dann schon sehr rigoros und haben also wirklich sehr, sehr darauf geachtet, dass das auch eingehalten wird. Und ich muss auch sagen, Respekt an die Spanier hier, diese Disziplin, die Menschen hier gezeigt haben, die haben das einfach so hingenommen, und das war dann einfach so. Sie haben das akzeptiert, das ist jetzt so, und fertig, da gab es nichts zu diskutieren. Der Zusammenhalt war. Ja, genau. Und das ist einfach so. Und wenn man jetzt heute so schaut, man sieht hier keinen mehr, der irgendwie ohne Maske rausgeht, und wenn er selbst nur zum Mülleimer rausgeht und den Müll rausträgt oder so. Ja, da hat jeder eine Maske auf. Das ist also, das ist ein zum normalen, zum Bild geworden hier eigentlich. Ja, und hier in Espinosa ist es ähnlich. Also wir haben das Glück, dass wir im kleinen Dorf wohnen. Ja. Wir konnten hier mit Maske schon auch raus ein Stückchen laufen. Habt ihr das, war also kein Problem. Das Gefühl dass sich das jetzt dann doch bessern wird? Also bis Mai, habt ihr gesagt, ist sowieso noch der Ausnahmezustand. Aber habt ihr das Empfinden, dass die Zahlen sich so gebessert haben, dass es langfristig eine Chance gibt, Juni, Juli, im Sommer wieder, dass mehr Pilger unterwegs sein werden? Oder denkt ihr, das wird sich doch noch etwas ziehen? Also, das ist jetzt so mein Gefühl. Ich sage mal, wir sind im Moment jetzt gerade eine ganz schwierigen Situation, wo man nicht sagen kann, geht es jetzt nach unten oder geht es jetzt nach oben, weil jetzt ist ja gerade die Semana Santa, haben wir hinter uns. Da waren so ein bisschen diese vielen Kontakte, die Familien treffen, vor allem dann auch in den Städten, und das verteilt sich natürlich wieder im Land. Im Moment bereiten sich die Kliniken und so wieder auf so eine vierte Welle vor. Allerdings im Moment, die Zahlen sind nicht niedrig, aber auch nicht extrem hoch. Aber man tendenziell sieht schon aus, als ob es steigen würde. Aber ich glaube nicht, dass es so extrem steigen wird, wie es in der dritten Welle hier war. Und ich gehe davon aus, sobald der Alarmzustand ab 10. Mai dann nicht mehr gilt und dann die autonomen Gemeinschaften beziehungsweise auch dann die einzelnen Gemeinden oder so in extremen Fällen für sich selber dann entscheiden können, dass dann auch wieder viel mehr Bewegung im Land möglich ist. Vor allem, dass man sich wieder frei im Land bewegen kann, weil die Spanier, die dürfen ja ihre autonomen Gemeinschaften nicht verlassen. Und das ist dann wieder möglich. Man kann auch als Reisender, kann man dann eigentlich wieder dann überall im Land ungehindert von einer Gemeinschaft in die andere dann wieder laufen beziehungsweise reisen. Und das ist halt natürlich das Wichtige. Und das hält natürlich im Moment viele ab, die sagen, nee, ich warte noch selber ab. Aber ich denke mal, ab Juli, ab Sommer, Juli, August, da wird auf jeden Fall wird eine Erleichterung da sein, wird auch mehr unterwegs sein. Und ja, ich gehe auch davon aus, dass ab Mitte Mai schon mehr los sein wird. Es wird ja auch in Spanien fleißig geimpft, nehme ich mal an. Ja, das sind auch, aber das geht auch sehr, sehr schleppend. Hoffen wir einfach das Beste. Jetzt will ich noch, ich habe ja gelesen auf der Webseite, ich habe mich ja im Vorfeld ein bisschen schlau gemacht. Und ich meine, es gibt Jakobswege, es gibt Franziskuswege, es gibt den Olafsweg. Und ich lese da plötzlich auf eurer Webseite die Ulrichswege und denke mal, ja, von den Ulrichswegen habe ich jetzt noch gar nichts gehört, gell, dass sowas auch gibt, bis ich dann die Verbindung hergestellt habe. Ja, das sind vermutlich deine Wege, Ulrich, die du dir da so selbst in der Umgebung erarbeitet hast. Ist das richtig? Ich hätte ja einen schönen stilisierten Pfeil, dafür hätte ich ja schon. Muss ich mal kennzeichnen. Nee, ja. Also Ulrichswege ist ein Akrostichon. Und das bedeutet, ist eigentlich in einem Satz ausgedrückt,
unterwegs auf Jakobswegen, egal, also unterwegs, das U. Ja. Auf der Website ist es sogar, sieht man es, wie ist das, unterwegs auf, und auf Jakobswegen, egal ob links des Weges oder rechts des Weges. Immer ist der Camino eine Handbreit davon entfernt. Und diese Anfangsbuchstaben ergeben Ulrich. Aha, und dann so ein Zufall. Und das hatte ich aber vor 2-3 Jahren schon mal gemacht mit Ulrichs Wege. Habe ich auch schon mal so ein bisschen eine Website gemacht, aber das war noch nicht das Richtige. Das habe ich dann eigentlich gleich wieder weggemacht. Und, aber jetzt passt es. Und die Ulrichs Wege, das sind jetzt einfach Wege, so wie ich gesagt, das sind Wege, die links und rechts tatsächlich auf dem Camino hier in der Region sind, weil, wie es halt so oft ist, oft sind die schönen Sachen oder auch interessante Sachen nicht unbedingt direkt dort, wo es beschrieben ist, sondern einfach links und rechts davon. Und so habe ich hier wirklich schöne, tolle Orte und schöne, tolle Plätze entdeckt. Vor allem Plätze und Orte, die, wenn man da jetzt ist, nicht in Verbindung bringen kann mit der Region, wie man sie hier jetzt sieht. Mhm. Weil das sieht dann plötzlich alles ganz anders aus, als ob man in den Bergen ist. Da ist man plötzlich an einem Stausee, sieht aus, als ob der mitten im Gebirge ist. Und dann kommt man hier zurück und dann ist man hier wieder in dieser weiten Fläche mit diesen ganzen Getreidefeldern. Also, und das hat es so interessant gemacht. Und mein Gedanke war dann eigentlich, zu sagen, okay, viele oder einige wollen hier auch einige Tage verbringen, haben sie ja auch schon angekündigt, und denen möchte ich natürlich auch hier was aus der Region dann natürlich auch zeigen. Und was, ich sage halt immer, was gibt es Schöneres als eine Region oder eine Landschaft mit den Füßen kennenzulernen? Ja, und letztendlich ist, ich meine, ich werde selber die Erfahrung nie vergessen, als ich am Kap Finisterre angekommen bin und dann nach gut 5 Wochen zum ersten Mal wieder zurückgefahren bin nach Santiago, was das für ein eigenartiges Gefühl war, ja. Also dieses Gehen über so einen langen Zeitraum oder generell das Gehen oder auch Wandern oder wie, ist irgendwo auch ein großes Geschenk, dass man die Möglichkeit hat, das zu tun. Es tut einem einfach gut. Ob man jetzt wandert oder pilgert oder wie auch immer. Genau. Also das Wandern und Pilgern ist eigentlich gar nicht so weit voneinander entfernt, gar nicht so weit auseinander. Ja. Und was das Pilgern eigentlich hier jetzt einmal auf diesen Jakobswegen ausmacht, ist eigentlich die ganze Situation in den Herbergen, dieses Zusammenkommen, dieses Zusammenhalten. Weil ansonsten Wege, Wandern, Laufen, kann man ja eigentlich überall. Aber diese klassische Pilgerschaft findet auch, so ist es für mich persönlich eigentlich, hat für mich immer in den Herbergen stattgefunden. Wobei das am Weg schon auch sehr stark zu spüren ist, weil es ist diese Hilfsbereitschaft einfach. Ich habe das oft erlebt, dass egal, wenn ich 2011 war jetzt die Infrastruktur noch nicht so gut und da musste ich auch manchmal einfach, habe ich mich auf den Boden hingesetzt und habe gegessen, weil halt keine Bank oder weil halt nichts da war. Sobald ein Pilger nachkam, war die erste Frage: Kann ich helfen? Brauchst du Hilfe? Von den Einheimischen genauso. Also es ist schon dieser ganze Weg, diese Hilfsbereitschaft, dieser Zusammenhalt, diese Pilgerfamilie, die da auch in Verbindung mit den Einheimischen entsteht, ist schon ein etwas Außergewöhnliches dort. Genau, das haben wir aber auch in Ambas Mestas schon gehabt. Ja. Also ja. Auch in Ambas Mestas konnte man schon auch mehrere Nächte bleiben, ohne dass man sich irgendwelche Schmerzen an den Knien oder sonst irgendwas einfallen lassen musste. Weil es ist einfach wichtig, auch, dass man mal, wenn man auf dem Weg unterwegs ist, auch mal vielleicht 1 oder 2 oder 3 Tage Auszeit vom Camino nimmt. Ja. Weil es passiert viel im Kopf, es passiert viel im Körper und ab und zu müssen die auch mal ausruhen und dann ist es gut, wenn man auch mal im Ort mal 2 oder 3 Tage bleiben kann.
Ja, ich habe das in Rabanal erlebt. Das ist so ein Ort, wo auch die Patres dort durchaus mal eine Ausnahme machen, weil es manche Pilger das einfach brauchen und dann gibt man ihnen die Möglichkeit. Ist aber nicht überall der Fall. Aber ich finde es das super, dass ihr das auch so macht. Weil man sagt ja immer, no pain, no glory, ist zwar wirklich ein blöder Spruch, aber es ist einfach so, man lernt den Körper kennen, physisch wie psychisch. Und da kommt man einfach mal in eine Situation, wo man sagt, was mache ich hier eigentlich? Oder man hat einfach so Schmerzen, dass man sagt, nee, ich mag jetzt einfach nicht mehr laufen. Und wenn dann einem geholfen wird und man sagt, nee, dann bleib halt doch mal einen Tag da. Oder ja, oder nimm einen Bus und überspring einfach eine Etappe, wo ein, zwei Tage woanders aus. Ja, das gehört dann ganz einfach mit dazu. Und diese Flexibilität muss sein. Dass das natürlich jetzt, sage ich mal, in den öffentlichen Herbergen, also ob das jetzt Municipale sind oder die meisten kirchlichen Herbergen, nicht funktionieren kann, ist klar, weil da sind viel, viel mehr Menschen unterwegs. Hier müssen, weil die haben ja auch ganz andere Richtlinien, wie die Pilger ankommen, wer ankommen darf oder zuerst Fußpilger, dann Radpilger und von daher geht es nicht anders. Aber bei den meisten privaten Herbergen war das immer schon möglich, dass man auch mal mehrere Tage bleiben kann. Es ist ja auch so, ich bin überzeugt davon, dass wenn diese Grenzsituationen nicht wären, dass man wirklich genau körperlich wie mental einfach mal seine eigenen Möglichkeiten fast überschreitet, ja, also und sagt, eigentlich kann ich nicht mehr. Wenn diese nicht wären, wäre auch vielleicht ist meine Meinung, dieser Reiz weg. Ja. Diese Zufriedenheit dann am Ende, dass man genau das alles auch überwunden hat, dass man nicht nachgegeben hat. Und zwar meine ich nicht aus, es gibt Situationen, muss man vernünftig sein. Also das ist, möchte ich glaube ich hier auch in aller Deutlichkeit sagen. Man darf auch sich selbst nicht in Gefahr bringen. Also man muss sich selbst schon auch kennen und wissen, wo ist die Grenze. Aber ohne diese Grenzsituationen wäre es auch nicht das, was es ist. Also diese Forderung am Weg, diese tägliche Auseinandersetzung mit Wind, mit Wetter, mit Regen, mit sich selbst, mit den Zweifeln, das macht es am Ende letztendlich, ja. Genau, das stimmt. Das ist auch dieses, deswegen ist auch der Camino Frances eigentlich, auch wenn es heißt, er ist überlaufen oder Pilgerautobahn, das macht diesen Camino Frances eigentlich aus, diese Länge, und er ist eigentlich von seiner Art, von seiner Charakteristik wirklich tatsächlich auch so eingeteilt, dass man ihn wirklich auch in den drei Phasen dann eigentlich so einteilen kann. Zuerst kommt der Körper, dann der Kopf und dann am Ende ist dann die Seele, dann ist man auch tatsächlich auch am Camino angekommen. Und das macht den Weg hier und vor allem diesen Camino Frances eigentlich aus, wenn man ihn komplett läuft, wenn man dann einfach alle Phasen durchmacht. Und ich möchte ganz vehement eingreifen. Ich habe das schon auf der Kinotour immer bei den Kinogesprächen gemacht. Diese Autobahn, der Camino Frances, er ist überlaufen. Ich habe da mich immer massiv dagegen gewehrt. Ich komme aus Bayern und bei uns wird viel gepilgert bzw. Wallfahrten gemacht nach Altötting und überall. Und da sind viele Menschen unterwegs, Tausende. Da sagt kein Mensch was. Die gehen in Pulk von 500-600 Leuten oft. Da ist viel los. Obwohl viel am Camino Frances los ist, ich kann ihn jederzeit alleine gehen. Ich gehe nur in der Früh eine halbe Stunde später los oder früher. Dann bin ich völlig alleine. Ich bin immer alle meine Wege zu 80% alleine gegangen. Völlig alleine. Und deshalb ist das Argument, ja, ist überlaufen, gilt für mich nicht. Überlaufen ist für mich dann, wenn das nicht mehr möglich wäre. Wenn ich, egal wann ich starte, nicht mehr allein sein kann. Das ist für mich überlaufen. Ja. Und viele, die immer sagen, ja, der Camino ist überlaufen, sie waren einen Teil davon. Sie waren ja mittendrin, also die waren ja einen Teil davon. Man kann doch sich selber nicht sagen, okay, ich darf hier sein, nur die anderen dürfen dann nicht mehr da sein, wenn ich da bin. Sonst ist es überlaufen. Also jeder, der das schreibt, war auch Teil des Überlaufenden. Und wenn ich alleine sein kann, dann kann ich problemlos völlig alleine sein. Und zwar so alleine sein, dass ich mir manchmal gedacht habe, jetzt habe ich mich verlaufen, jetzt kommt überhaupt weit und breit niemand mehr zu sehen. Ja? Und aber auf der anderen Seite gibt es ja auch Menschen, die suchen die Pilger, die möchten das. Die sind vielleicht in ihrem Alltag sehr viel allein
und sind froh, mal unter Menschen so viel sein zu können. Und da bieten die Pilger natürlich auch viele Möglichkeiten. Und das ist ja auch wieder schön. Die einen suchen das Alleinsein, die anderen suchen die Gemeinschaft. Und alles bietet der Camino. Beides ist möglich. Genau, so ist es. Ich habe so das Gefühl, wenn man so spricht, ihr fühlt euch auch wirklich super angekommen dort, wo ihr jetzt seid, ja? Ja. 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 Also das ist hier, muss ich sagen, da haben wir den richtigen Platz gefunden. Das, wir gehören zum Dorf dazu. Ja, und wir wollen ja nur hier nicht mehr weg. Und vermisst ihr irgendetwas aus der Heimat? Ja. Zwei Dinge. Oder mehr. Hauptsächlich zwei. Die Kinder und ein Leberkäse. Ich wollte schon sagen, ich habe mir gedacht, du sagst jetzt eine fränkische Bratwurst. Nein, die kriegen wir beim, die kriegen wir beim Lidl auch. Die kriegen wir hier. Die fränkische Bratwurst kriegen wir hier, ja. Das ist kein Problem. Aber Leberkäse, einen schönen, frischen Leberkäsebrät zum selber aufbacken. Oh. Sowas vermissen wir. Aber selbst das machen wir ja inzwischen auch selbst. Genau. Leberkäse macht ihr selber. Dann Leberkäse, ja? Ja, klar. Wir machen ja und Leberkäse, wir backen ja selber, wir machen Laugenstangen, Laugensemmel, das machen wir ja alles selber. Wow. Habt ihr denn noch so Wünsche und Träume? Ganz, also ein Wunsch ganz, ganz, oder viele, der Wunsch ganz, ganz wichtig, unsere Kinder wiedersehen. Das ist eigentlich, wo ich sagen muss, das ist eigentlich so das, was auch schon am meisten fehlt, die Kinder. Und wünsche einfach nur, dass sich die Zeit, wie wir sie jetzt haben, dass sie sich wieder ändert, dass sie sich zum Positiven ändert. Und im Moment sieht ja von der, sieht die Zeit ja nicht gerade so toll aus. Also es sind einfach zu viele negative Meinungen und Ströme unterwegs. Aber dass sich einfach das Leben wieder normalisiert, dass man ganz normal leben kann, ohne rauszugehen, ohne Maske vergessen oder an irgendetwas denken zu müssen. Und dass wieder mehr Pilger unterwegs sind. Genau, dass einfach Pilger wieder da sind. Und ja, ja. Also das vermissen wir schon, sagen wir, diese, das ist mein größter Wunsch. Dieses Zusammensitzen am Abend oder so, ja, oder gemeinsam essen und so. Das war für uns ja auch am Semester immer wichtig, dass wir mit den Pilgern essen, dass wir mit gemeinsam am Tisch sitzen können. Und das haben ja viele dann auch geschätzt und das wollen wir auch hier dann auch wieder so haben. Und es ist einfach. Ja, das kann ich nachvollziehen. Habt ihr noch Wünsche oder Grüße für zu Hause, für die daheimgebliebenen Pilger, die sich jetzt so freuen oder kaum erwarten können, dass es wieder losgeht, dass sie los dürfen? Was würdet ihr denen heute sagen? Liebe Pilger, wartet noch ein bisschen und dann startet durch. Und dann startet, genau, weil die Zeit, die ihr jetzt noch ein bisschen wartet, die könnt ihr später viel, viel mehr genießen. Weil jetzt zu laufen, es ist möglich, dass man laufen kann, aber es ist einfach, man muss sich zu viel Gedanken auf den Weg machen. Also lieber etwas warten und man kann in Ruhe den Weg laufen und kann sich den Tag so einteilen, wie man sich das gerne selber wünscht und nicht, wie man jetzt einfach laufen muss, weil es einfach keine andere Möglichkeit gibt. Und außerdem, das Wichtigste fehlt im Moment, nämlich diese Gemeinschaft in den Herbergen. Das könnt ihr jetzt nicht haben, weil es ist alles, wie sagt man da, eingeschränkt, keine Küchen, ihr könnt nicht kochen gemeinsam, ihr könnt mit Abstand beieinander sitzen, ja, aber dieses Gemeinschaftsleben in den Herbergen, auch auf den Wegen, das fehlt im Moment. Also wartet noch ein bisschen, bis das alles okay ist und dann startet durch. Genau. Und ich denke, so weit entfernt sind wir auch nicht mehr davon. Also wir müssen, jetzt haben wir so lange ausgehalten, jetzt schaffen wir die letzten 2 Monate, sage ich mal, auch noch. Und das Impfen schreitet trotzdem voran. Ich bin auch sehr positiver Dinge. Ich wäre auch gerne, muss ich gestehen, Mitte Mai wieder gestartet. Habe es auch nicht gemacht, aber ich bin guter Dinge, dass das auch in diesem Jahr noch möglich ist. Und das wünsche ich euch auf alle Fälle von Herzen, dass sich für das euch alles normalisiert, ganz, ganz schnell, dass ihr gesund bleibt und dass ihr bald wieder viele, viele, viele Pilger bei euch empfangen könnt und aufnehmen könnt und euch um sie kümmern könnt. Das ist ja letztendlich das Besondere von Herbergsvätern und Herbergsmüttern. Ihr habt das im Blut, ihr macht es sehr, sehr gerne. Und ich freue mich drauf. Und wenn ich das nächste Mal
unterwegs bin, freue ich mich auf Espinosa und auf das Las Almas, auf euch. Und ich kann jetzt nur sagen, vielen, vielen herzlichen Dank für das Gespräch, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Und ein Servus hier auch aus eurer Heimat, in dem Fall hier nicht nur aus Deutschland, sondern aus Bayern. Ja, alles, alles Liebe und Gute zu euch und ein Servus. Macht es gut. Ja. Ja. Hasta luego. Hasta luego. Servus.